Es ist uns ein wichtiges Anliegen, bei den Jugendlichen aktiv zu sein. Das ist jener Teil, wo sich Vorarlberg, auch Österreich insgesamt, aber speziell auch Vorarlberg, sehr positiv abhebt. Jeder europäische Vergleich zeigt, dass wir eine sehr geringe Rate an jugendlichen Arbeitslosen haben und dort eher an der Spitze mit dabei sind. Es bleibt aber weiter ein hohes Bemühen, diese Rate auch halten zu können. Es ist mir absolut wichtig für Jugendliche, eine Perspektive im Lande aufzubauen in Ausbildung und Beschäftigung. Ein Gesamtbetrag von 10,6 Millionen Euro steht für den Bereich der Jugendlichen zur Verfügung. Das sind etwa 3.163 Betroffene, also schon eine stolze Summe, die wir gemeinsam aufwenden, um die Programme im Bereich der Jugend zu fahren. Der Arbeitsmarkt zeigt ein heterogenes Bild. Wir haben auf der einen Seite eine starke Nachfrage oder nach wie vor hohe Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften. Wir haben eine steigende Beschäftigung insgesamt, aber gleichzeitig auch steigende Arbeitslosigkeit. Das ist ein Indiz, wie es in dynamischen Volkswirtschaften immer wieder zu beobachten ist, dass eine positive Entwicklung des Arbeitsmarktes über längere Zeit zu einer höheren Erwerbsquote führt und damit zu einem deutlichen Steigen der Beschäftigtenzahlen, dass aber gleichzeitig der Anteil jener, die gering qualifiziert sind, sich immer schwieriger tut, am Arbeitsmarkt sich zu behaupten. Letztlich geht es, wie gesagt, darum, dass wir insgesamt Land und AMS über 49 Millionen Euro zur Verfügung haben für 2015. Und damit glauben wir, dass wir schon das Auslangen finden können. Natürlich, mehr Geld ist immer schön, weil mehr Geld heißt auch, mehr Möglichkeiten zu haben. Aber mit dem, was so am Arbeitsmarkt sich vor der Hand anbietet, was an Lösungsstrategien zu wählen sind, müssten wir wieder unten kommen. Ich möchte den Dank auch zurückgeben. Auch aus unserer Sicht ist das eine sehr ideale Zusammenarbeit mit dem Land, organisatorisch, aber auch finanziell. Finanziell insofern, dass man schon dazu sagen muss, dass diese Größenordnung der Unterstützung der arbeitsmarktpolitischen Aktivitäten keine Selbstverständlichkeit ist. Vorarlberg bewegt sich hier im Bundesländervergleich durchaus im sehr oberen Bereich. Und da herzlichen Dank zurück.